Mein Name ist Shonta Beckmann. Ich gehe auf das Soltauer Gymnasium und bin 15 Jahre alt. Ich habe hier bei der Fraunhofer-Projektgruppe IWKS mein einwöchiges Schulpraktikum entworfen und habe hierbei die Wissenschaftler und Mitarbeitende zum Thema Digitalisierung befragt. Für mich persönlich ist der größte Vorteil der Digitalisierung sicherlich die Tatsache, dass E-Mail und Internet, Fax und andere postalische Kommunikation abgelöst haben. Gerade im Bereich des Marketings ist das doch eine sehr große Erleichterung. Ja, und wo geht's noch hin? Das bleibt spannend, gerade im Hinblick auf Digitalisierung 4.0. Da wird sicherlich noch einiges passieren. Also die Digitalisierung ist dahingehend vorteilhaft, dadurch, dass man viele Sachen oder jetzt in unserem Job viele Daten, die man bekommt, viele E-Mails viel besser ablegen kann, es in Zukunft noch besser werden kann, ist die Verknüpfung von Verwaltung und Digitalisierung. Was ich meine, ist, dass man häufig immer noch Dokumente oder Formulare ausdrucken muss, sie neu einscannen muss, um sie dann digital abzulegen. Das wäre deutlich sinnvoller und ich vermute, es wird auch kommen, dass das alles online bzw. digital geht. Also in meinem Beruf, wo ich viel unterwegs bin, hilft mir die Digitalisierung natürlich schon sehr viel. Dahingehend, dass ich eben sehr viele Dinge von unterwegs erledigen kann, beispielsweise telefonieren oder E-Mails schreiben. Und denke, die Digitalisierung kann vielen Dingen helfen, aber sie ersetzt noch nicht vollständig den persönlichen Kontakt.